links, hoch. Einfach durchrennen. Hoch, 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 hoch. Renn einfach hoch und durch. Rechts, Mitte, links, Entschuldigung. Oder da. Ich glaube, du musst links gehen. Gut, hoch und Achtung, Gegner. Runter. Und dann können wir beim Wucherkater einkaufen. Erstmal hier vorne mit den Wachen reden. So Mist, ey. Kostet jetzt richtig viel Knete. Ja. Drücken. Er gehört zu Hagen. Soldat Hagen? Wo ist dein Hagen? Meinst du vielleicht den Hagen? Gut, wie hast du das nur erraten? Ja, ich meine den Hagen, du Dumpfbacke. Den Hagen. Mhm. Hagen ist in großer Gefahr. Die Hexe hat ihn sicher in ihrer Gewalt. Wollt ihr wirklich zur bösen Hexe? Dann geht wieder nach oben und ihr müsst zu dritt auf den Schalter stehen. Schalter? Okay, lass uns nach oben gehen. Kann uns vielleicht irgendeiner hier Energie geben oder so? Kannst du mit denen reden? Ne. Red mit Raffi? Keiner von denen. Was werden wir nicht schaffen, den Gegner zu besiegen? Das weiß ich jetzt schon. 1300, na gut. Kaufen. Dann erstmal ein paar Bonchis. Was ist jetzt gerade... Ach, da unten ist er. Genau. Paar Mal müssen wir drücken. Bis wir voll haben. 4 Stück können wir haben. Okay, jetzt hier auf Weihwasser da oben. Kauf erstmal 4. Und weg ist das Geld. So, jetzt geht's raus erstmal. Und dann belebst du uns wieder. Mhm. Das ist echt so ätzend, ey. Yippie! Yippie-yay! Okay, 190. So eine Assi-Stühle, ey. Ja, dann müssen wir hier mal durch, ne? Schöner Spielstand. Ja, aber... Das wird noch besser gleich. Oh. Hey, dieser Penner, geh mir doch nicht auf den Senkel da. Ach, ich drück immer den falschen Knopf. Was willst du eigentlich im Menü? So. Voll lange, bis er mit der Achse rausholt, ey. Ja, die Achse ist halt ein bisschen langsamer. Mit der Lanze hat man halt eine größere Reichweite zum Beispiel. Kraftwasser Level 0? Ja. Die haben schon Zauber drauf. Das heißt, sie können sich heilen. Aber auch nicht so besonders stark. Nicht an die Tür. Gut. So, die Mongos haben wir erledigt. Vielleicht ein bisschen Geld drin gewesen. Ja, aber das ist nicht viel, wenn... Ich hol doch aus. Wenn wir endlich den Zapplergürtel haben, dann können wir uns entzappeln. Vielleicht müssen wir auch noch ein bisschen leveln oder so, ich habe keine Ahnung. Der ist ein bisschen nervig mit den ganzen. Mit den ganzen? Aufladen. Ne? Ja, meistens brauchst du nur auf 100% aufladen. So. Also, oder einfach nur nichts machen und dann schlagen, wenn er voll aufgeladen ist. So, warte. Ja, man muss immer da richtig zu stehen, das ist auch. Ja. Ja, was hat sie denn für Level? Hat sie... Ne, sie hat nichts auf Level 2. Ich könnte ihr... Das lohnt sich aber nicht.
Ups, spiele ich sie. Und dann macht das Mädchen mal. Verhalten. Gut, also der Trick ist nämlich, den ich dir gleich zeigen werde, lädt er hier auf. Gammelstühle, weißt du, ne? Erstmal die erledigen. So, und jetzt? Siehst du, sie ist auf Level 2 aufgeladen. Du sagst auf Level 1. Was ist da denn? Das ist so ein kleiner Bug. Du sagst, lad ich auf Level 2, gehst ein Level runter und dadurch machst du eine höhere Stufe von Angriff. So, da ist Tuga. Ih, Kinder, was wollt ihr hier? Na, wartet! Vielleicht sollten wir vorher mal einen Quicksave machen. Weil sonst müssen wir da wieder hinrennen, ne? Weißt du? Gibt's dafür nicht einen Kurzbefehl? Keine Ahnung. Nee, weiß ich nicht. So, ich muss gerade noch diesen Typ zu Tantalus schicken. Das ist nämlich Hagen. Mein Hagen, nein! Hagen, was hast du, Ture? Wo ist er hin? Was hast du getan? Warum? Ich habe ihn nur zu den Ruinen bei Pandoria geschickt. Er wurde mir zu lästig. Außerdem reichte meine Magie nicht für ihn. Tantalus wird besser mit ihm fertig. Tantalus? Ja, Tantalus, der Chef einer Organisation, die Pandoria zerstören will. Wie konntest du nur? So bin ich halt. Tantalus hat schon fast sein Ziel erreicht. Bald wird er die Burg von Pandoria erobern, später dann die ganze Welt. Aber genug geplaudert. Ich verfüttere euch jetzt an meinen süßen Schmusekater. Auch wenn sie, dass die Bösewichte immer erzählen, was sie so vorhaben. Ja. Du wirst ja eh nicht überleben, deswegen sag ich's dir jetzt. So, am besten gehst du gleich sofort runter. Sobald hier das losgeht, müssen wir uns nach unten bewegen, weil der Tiger von unten runterfällt. So, okay. Sie hat nur. Okay, das können wir noch ein bisschen aushalten. Jetzt ist er da oben und dann wird er uns verfeuern. Hier oben haben wir keine Chance. Das ist so ätzend, diese. Okay, jetzt. Jetzt können wir vielleicht was. Sie lädt auf. Jetzt wird's richtig knapp mit Energie. Du kannst noch nichts machen, weil du bewusstlos bist, ne? Nee, nee. Das ist so der Penner, ey. Oh, ey, die ist so einzigartig dämlich, ey. Ich leg mich noch eine Runde schlafen. Okay, 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 geh hoch, Baby, geh hoch. Oh, ey, die ist so doof, ey. Das gibt's echt nicht. Hat auf 2 aufgeladen. Und bleibt in die Welt. Oh, wird gerade zuschlagen, ey. So, jetzt. Probieren wir's. Ich hoffe, ich kann ihn jetzt vernichten. Ey, solche hohlen Hupen, ey. Wie ätzend ist das denn, Mann? Ja, den kann man halt eigentlich schon besiegen, so ganz Suche, wenn man zum Zug kommt. Aber das tut man ja nicht. So, jetzt nochmal hier die Beere geben. Wir haben nur noch eine, deswegen es wird schwierig. Und sie wird natürlich gleich wieder gefressen. Dann ist er wieder da oben. Wir haben noch keinen Heilzauber, das ist das Problem. Ey, die ist so blöde im Kopf. Und wenn man eben diese Taktik probiert, dann kann man sie nicht steuern. Dann hört sie auf, sich aufzuladen. Wir müssen das irgendwie so schaffen. Das ist irgendwie klar. Noch ein Bonbon habe ich. Und einer von uns ist gleich tot.
Und das ist wahrscheinlich ich, das werden wir nochmal drauf. Oh, sie. Dann steht sie erstmal da, weil sie verbrüht wird. Doch nicht. Ja, dann haben wir nicht mehr viel Energie, ne? Tschüss. Ja, das ist ja. Weiß ich nicht. Ich war noch gar nicht bei Ihnen. An der Seite? 34 Energie. (lacht) 29. Wird das ein klares Zielfinish? Yeah! Ulti! Gut, dann kriegt sie in der Mitte keine XPs davon ab, das ist schade. Das war sehr knapp. Das war sehr, 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 sehr knapp. Aber wir müssen auf jeden Fall die Kobolde nachleveln, die ist halt ziemlich weit zurück. Ja, gibt's denn da irgendwie so eine Stelle, wo man richtig gut leveln kann? Irgendwie? Also, das ist immer von Gebiet zu Gebiet unterschiedlich, ne? Also, wenn wir jetzt weiterkommen, dann gibt's immer wieder mal stärkere Gegner. Aber jetzt im Moment ist noch schlecht, dann müssen wir einfach ja, die Gegner so nehmen, wie wir sie kriegen. Gut, schauen wir mal. Hallo, was wollt ihr noch? Hab Gnade mit mir. So, jetzt kommt das Witzigste. Tantalus hat mich erpresst. Ich hatte keine Heilkräuter mehr, die man für 10 Münzen kaufen kann. Also hat er mir seine angeboten. Dafür musste ich für ihn die Menschen hier verzaubern. Aber das ist jetzt vorbei. Von nun an bin ich eine nette alte Dame. Wenn ihr nach diesen Hagen sucht, er ist auch bei den Ruinen Pandoria. Nehmt euch den Inhalt der Schatzkisten. Ich brauche sie nicht mehr. Der Aufschalter im Lavatempel. Ihr habt ihn mit einem... Ihr benötigt einen Wasserzauber, so, ne? Ich würde euch ja helfen, aber ich habe keine Zauberkraft mehr. No. Dafür müssen wir jetzt zurück zum Wasserpalast. Wie gut auch. Ab jetzt werde ich euch helfen. Hm. Peitsche gefunden. Und 50 GM oder irgendwie sowas. Oder ein Orb. Mal gucken. Jö, 50 GM. Yippie. Dann schnell mal zurück. Hier sind keine Gegner mehr, wenn man die alle besiegt hat. Ist natürlich auch ein bisschen unpraktisch, wenn man schnell durch einen Dungeon durchläuft, wo halt starke Gegner sind und die alle besiegt, dann, ja, hat man keine Gegner mehr, an denen man leveln kann. Aber es gibt ja immer genug Gegner, wo man neue Gegner findet. So. Die Wildnis. Hier, die heftigsten Stühle aller Zeiten. Dass man den ganzen Weg wieder zurücklaufen muss. Ja, ein Wundertor, aber jetzt nicht benutzt irgendwie. Wir müssen zu Hagen. Hörst du mich? Komm sofort zum Wasserpalast. Das war Aquaria, sie braucht meine Hilfe. Ich muss sofort zu ihr. Ich komme mit. Ich müsste zwar zu Hagen, aber alleine kann ich ihn sowieso nicht retten. Wir können ihn ja zusammen befreien, nachdem wir bei Aquaria waren. Ich will auch mit. Zu dritt ist alles viel einfacher, oder? 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 Schieb mich nicht an. Die Betrügerin. Ja, sie ist eigentlich nett. Und jetzt ist hier alles wieder gut. Deswegen ist hier die schöne Musik. Hier ist eigentlich nichts, ne? Nee. Gut, dann müssen wir hier eben mal die Waffe wechseln auf der Peitsche. Hier kann man eben auch leveln, ne? Im Wald, im Ultrawald. Du müsstest hier immer die Dinge aufschlagen, genau. Das ist halt sehr praktisch. Die Peitsche hat schöne Reichweite. Nachher auf Level 8 oder 9 macht sie so eine. So. Steht ein paar Mal zu, so richtig, richtig stark. So nach rechts. Aua. Kriegt immer nur der die XP, der den besiegt? Nee, kriegen alle. Okay. Aber Waffen-XP kriegt nur der den umhaut. Das heißt, immer wenn du Gegner umhaust, dann steigt dein Waffenlevel. Egal wie stark der Gegner war. Es gibt immer nur so ein 1% oder sowas, also bestimmte Prozentteile dazu.